Hallo zusammen. Zunächst möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Die Infektionslage in unserem Landkreis hat sich in den vergangenen Wochen stetig verbessert. Auch wenn gestern noch mal 8 neue positive Covid-Fälle hinzugekommen sind, so sinkt der Inzidenzwert des Landesuntersuchungsamtes auf 58,7 und somit noch mal leicht gegenüber dem Vortag. Natürlich liegen wir damit immer noch oberhalb der 50 pro 100.000. Trotzdem, der Wert geht in die richtige Richtung und zu diesem Zwischenerfolg haben alle in der Region beigetragen und dafür herzlichen Dank. Bundesweit betrachtet ist die Situation leider anders. Zwar konnte der exponentielle Anstieg gestoppt werden, allerdings meldete das RKI gestern erneut 22.268 Neuinfektionen und damit sind die Zahlen bundesweit natürlich weiterhin auf einem viel zu hohen Niveau. Daher wurde auch am vergangenen Mittwoch auf Bundes- und auf Landesebene nochmals entschieden, dass dieser Teil-Lockdown bis zum 20. Dezember verlängert wird. Das sind keine positiven, erfreulichen Nachrichten. Wir alle hätten uns was anderes gewünscht, aber alle Beteiligten waren sich einig, dass auf Bundesebene und auf Landesebene keine andere Entscheidung möglich ist. Klar ist dann allerdings auch, das hört man heute und auch gestern den ganzen Tag, wir hatten gestern eine Sitzung der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH im Aufsichtsrat, war das ein großes Thema. Es ist schwierig für die Betriebe, die Hotellerie, die Gastronomie, wenn man jetzt weiß, möglicherweise kann ich am 21. öffnen. Das wird schwierig und deswegen haben viele gesagt, wir werden nicht öffnen. Das bedeutet natürlich, dass die Situation für viele Branchen, insbesondere Hotellerie, Gastronomie, nach wie vor schwierig ist und wir weitere Hilfsmittel hier auch brauchen und es dringend geboten ist, auch hier diese Zahlungen zu leisten, denn bis dato heißt es, sei noch kein Cent der Novemberhilfe geflossen. Trotzdem, liebe Bürgerinnen und Bürger, wir stehen vor der Adventszeit und wir alle hätten uns andere Adventswochen gewünscht. Vieles, was wir besonders gerne haben in dieser Zeit, ist in diesem Jahr leider nicht möglich. Nach wie vor muss man aber sagen, ist die Situation in Deutschland besser als in unseren Nachbarländern. Das heißt, wir sind eigentlich gut durch diese schwierige Zeit gekommen. Die Maßnahmen andernorts sind wesentlich weitgehender. Und ich verstehe auch, dass viele von Ihnen und von euch Schwierigkeiten haben, selbst natürlich unterschiedlich betroffen sind und sie insofern auch eine unterschiedliche Meinung zu diesem Thema haben. Trotzdem, ich bitte von ganzem Herzen nochmal, sich solidarisch zu zeigen, gemeinsam durch diese Wochen durchzugehen und bitte Sie auch, die Maßnahmen weiterhin mit großer Sorgfalt zu beachten. Ein besonderer Dank gilt heute mal unserem Gesundheitsamt und auch der kompletten Führungsebene auf Kreisebene, auf Landkreisebene. Man ist mit Hochdruck dabei, ein Impfzentrum hier im Landkreis auf die Beine zu stellen. Vieles ist da in den letzten Wochen auf den Landkreis und das Gesundheitsamt zugekommen. Man arbeitet am Limit und dafür auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein herzliches Dankeschön. Gleiches gilt natürlich für die Ärzte, die Pflegekräfte in den unterschiedlichsten Bereichen. Ihnen allen und euch allen ein herzliches Dankeschön. Bleiben Sie gesund und wir hoffen natürlich, dass mit dem Impfstoff dann auch eine bessere Zeit vor uns steht. Und wir wünschen Ihnen auch von Seiten der Verbandsgemeinde, wir haben da verschiedene Dinge vor, jetzt auch in der Adventszeit, dass Sie trotz allem auch eine schöne Adventszeit im Rahmen dessen verbringen können. Herzlichen Dank.